Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Heute geht es nach Monte Carlo zum ersten Mal. Ich bin mega gespannt, denn, ich kannte es, oder ich kenne es so minimal von Dirt Rally 1, und da gab es zwischen trockenen und vereisten und verschneiten Pisten, gab es da eigentlich alles. Mal gucken, ja, wie es hier in Dirt Rally ist. Oh, ich meine natürlich Dirt Rally 2. Ich sehe gerade, das Auto muss ein wenig repariert werden. Ein wenig sehr viel. Oh, das ersetzen wir. Oh, je, das ist doch alles wieder teuer. Mega teuer. Ersetzen. Ja, 114.000 RIP. Ich hatte eigentlich vorgehabt, nach der Monte Carlo Rally, so ein bisschen die Boxencrew aufzuwerten. Ich denke, das hat sich größtenteils erledigt. Aber naja, egal. Event starten. Ich bin echt gespannt. Ah, 3,95 Kilometer ist jetzt nicht so lang. Oh, zum Schluss wird sehr herpentinig. Oh, mit Stück auch. Einmal links, einmal rechts rum. Okay, sieht jetzt nicht so schlimm aus. Sich am Start diese typischen Monte Carlo Abhänge. Bisschen Felsblöcken an der Seite. Oha, okay, das sieht sehr rutschig aus. Das wiederum nicht. Aber diese Blöcke meinte ich. Das ist so typisch Rallye Monte Carlo. Probefahrt? Na klar. Oder Testfahrt. 5, 4, 3, 2, 1, los. 30, 3 links lang, macht zu. In 3 rechts lang, macht auf. 80. 4 links lang, wow. Macht zu. Das ging jetzt aber schnell mit der Scheibe. 4 rechts lang. Macht auf über Kuppe. 100. 4 rechts lang. Drehzahl. Wir brauchen Drehzahl. 80. 2 links verdeckt. Macht zu. Macht auf lang. Macht zu 2 lang. Macht auf in 3 rechts lang. Mach mal Licht an. Gut gemacht. Ja, Mensch. Man hat doch mehr Platz, als ich erwartet hätte. Es ist doch nicht so scheiße eng. Das finde ich gut. Problem ist, wir haben jetzt schon unser Auto demoliert. Ja, Karosserie ein bisschen. Ah, 2000. Ich meine, wir haben gerade 114.000 ausgegeben. Da machen die 2000 jetzt auch nichts Großes aus. So, aber jetzt wird's ernst. Rally Monte Carlo in einem R5-Auto. Also, wir haben ja gesehen, haben Eisflächen gesehen. 30, 3 links lang, macht zu, in 3 rechts lang, macht auf. Das heißt, Start, trockene Fahrbahn. Viel Glück. Guck mal, sie sagt schon, trockene Fahrbahn. Das heißt, es wird sich auch ändern. So, Tanja, du hast Bock? Toll. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann lassen wir es mal knacken. In 3 rechts lang, macht auf, 80, 4 links lang, wie ich die Reifen höre. 50, 4 rechts lang, macht auf über Kuppe, 100, 4 rechts lang, macht auf über Kuppe, 80, 2 links verdeckt, macht auf lang, macht zu 2 lang. Was war das? Ist das hier die zwei links? Was war denn das davor? So, wir müssen wieder Licht anmachen. Macht auf, links halten. Für 50, 4 rechts lang. Macht zu 3. In 4 links lang. Macht auf, 50, 3 links lang. Macht zu durch Tunnel. 50. Oh oh. 3 rechts lang. Nicht hängen bleiben. Und 6 rechts bei den Blöcken. Und links halten für 30. 3 rechts lang. In Kehre links verdeckt weit. Macht auf 30, Kehre rechts. Okay, gut, das habe ich mir anders vorgestellt. Macht auf 6 lang. 30, 4 links, macht zu. 30, 4 rechts, macht zu. In 3 links lang. In 3 rechts. 30, 4 links. In 1 rechts lang. Holy shit! Von wo kommt die Kurve denn her? Links extra lang.
30. Diese Einser-Kurve hat mich jetzt echt überrascht. In 3 links extra lang. Macht zu 2 lang. Noch kurz die Handbremse betätigt. 30. 4 links. In 4 rechts lang. Links halten für 50. Achtung, 6 rechts. Ah, vorne leichter Walltap. 5 links extra lang. In 5 rechts lang. Oh, es wird winterlich. Langsam rechts halten für 60. Oh, 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 hier ist Eis, Halleluja. Für 80, jetzt wird's rutschig. Macht auf über Kuppe. Links halten für 150. Kehre rechts, verdeckt weit. In 6 links lang. Nicht stehen bleiben. Shit. Ist in dem Rennen immer links, sehr geil. Über Kuppe Sprung. 50, 3 rechts, macht zu. 3 links. Rechts halten für 50. Eis ist ja echt gefährlich. In 4 rechts. Oh, das war schon. Du warst gerade schneller in dieser Wertungsprüfung. Als was? Schneller als was? Als ein Stück Banane? Weiß ich nicht. Als was bin ich schneller? Nee, egal. Was sagt denn die Schadensmeldung? Geringer Karosserieschaden. Oh, Funkdefekt. Das ist aber... Was bedeutet Funkdefekt? Kann er jetzt nicht mehr kommunizieren mit dem Co-Driver? Standardstrafe oder eine Standstrafe? Standstartstrafe. Ich bin überfordert. Ich drücke einfach mal schnell X. Ah, diese Fahraufnahmen. Ich kann euch sagen, ich habe gerade in die Wiederholung reingeschaut. Es sieht einfach schick aus. Es ist unglaublich. Aber jetzt geht es erstmal zur zweiten und für diese Folge auch letzten Etappe. Oh ja, die sieht... Oha. Die sieht anspruchsvoll aus. Sehr viele 180 Grad Kehren. Könnte interessant werden. Oh, Schnee. Ich habe gerade Schnee gelesen. Hatten wir gerade nicht, ne? Wir hatten nur Asphalt und Eis. Glatteis. Oh, wir starten auch direkt. Start in 4 rechts, 4 links. Ich vergesse es immer, dass wir immer sofort in die zweite Etappe reingeworfen werden. Okay, Tanja, diesmal bist du richtig dabei, richtig? Sehr geil. 5, 4, 3, 2, 1, los. In 4 rechts, in 4 links. Und oh, hei, hei, hei. So links lang. Okay. 150. Bisschen rutschig. Mach zu 3. In 2 links lang. Bisschen sehr rutschig. Holy shit. 80. 4 rechts. 4 links. In 4 rechts. 30. 3 links lang. 30. 2 rechts lang. Wieder leicht rutschig. In 3 links lang. Oh oh. Macht auf. Oh Lord. Da habe ich mich mit der Handbremse ein bisschen ja, überschätzt. Ein bisschen zu lang gehalten, das Ding. Macht zu 5. 80. 3 links über Kuppe. 60. Kehre links, verdeckt weit. Das ist auch eine Rutschpartie. 50. 4 rechts lang. Macht auf. Links halten für 100. Achtung. 4 links. Macht zu über Kuppe. Alter, das ist so unglaublich. Ich sehe es am Lenkrad, wie das Auto überhaupt nicht geradeaus fahren will. Okay, jetzt geht's wieder. Nein, jetzt beginnt Eis. Oh Gott, au. Gas, 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 Gas. Der alte Need for Speed-Trick. Wenn man in einer Wand steckt, einfach Gas geben und lenken. Das Auto richtet sich schon automatisch aus. 2 links lang. In 3 rechts über Kuppe. In 3 links. In 4 rechts. Oh ja, jetzt wird es hier mal richtig interessant. 50. Kehre links. Es wird richtig interessant. Instant eingehämmert. Macht auf 50. 5 links. Extra lang. Aber wir haben noch einen minimalen Vorsprung. Das Auto will einfach überhaupt nicht geradeaus fahren bei dieser Bedingung. Und
4 rechts, in 5 links, in 2 rechts lang. Ah, da hatten wir wieder kurz Grip. Auf 30, 3 links lang. 30. 3 so in der Rutschpartie, holy shit. In 4 links, extra lang. Eieiei. Fahren Sie geradeaus, Mister? 3 links lang. Langsam, 50. Kehre rechts, verdeckt, weit. Ab hier Schnee. Oh. Links halten für 50. Ich dachte, das war schon mit rutschig. Nee, nee. Geht noch weiter und wird noch schlimmer. Oh ja. 30, oh ja, oh ja. Wird noch viel schlimmer. 50, 2 links lang. Macht ich feiere überhaupt 6. nicht mehr geradeaus. Extra, extra lang. Über Kuppe. 30. 4 rechts. In 6 links. 30. Hier muss man wirklich mit Winkel arbeiten beim Lenken. 4 links. Extra, oh, oh. Extra lang. Okay, es wäre fast komplett schief gegangen. Kehre links, verdeckt, weit. Ja, fuck. 50. 4 rechts, über Kuppe, extra lang. Wow, wir haben sogar einen Vorsprung. Wie kann das denn passieren? Langsam, 80. Kehre rechts, verdeckt, weit. 50. Mittig halten, über Kuppe. In 6 links. Das ist so eine verdammte Rutschpartie. In Achtung, 4 rechts. Ich bin gerade am Überlegen. 50. Gäbe es für diese Stage oder konnte man vor der ersten Stage passende Reifen auswählen? Bergauf, 60. Oh. 6 links. Nicht in die Zuschauermenge. Das gibt Strafpunkte. Ich hätte wirklich vor der ersten Etappe mal in die Reifen reinschauen müssen. Weil sonst gibt es ja immer die weichen, mittleren und harten Reifen. Oh, ich habe die Kehre verpasst. 30. Ja, wir sind ja gleich im Servicepark. Dann können wir ja mal in der nächsten Folge, die morgen um 15 Uhr kommt, wo dann den zweiten Part der Monte Carlo Rally fahren, kann ich dann da nochmal reingucken. 30, 4 rechts lang, macht auf über Kuppe, in 3 links, extra lang über Kuppe, in 4 rechts lang, macht zu. Hart, aber 30, es macht schon Spaß. 3 links lang. Wenn man nicht am Einhämmern ist, oh Gott. In 4 rechts lang, in 4 links lang über Kuppe, in 5 rechts lang. Gas. Gas! Lenken wie ein Weltmeister! Holy shit, das ist aber auch ein Lenkspaß. 30, 2 rechts, mach zu. 30 über Ziel. Gabel 4 links. Bis Stopp. Okay, das war mal eine richtig geile letzte Kurve. Ja, da freue ich mich jetzt schon wieder auf die Replay. Wunderherrlich. Das sollte für eine Bestzeit auf der WP reichen. Eieiei. Unser Pol hat ein bisschen was mitgenommen vorne rechts. Aber sonst, Alter, das war mal richtig rutschig. Hab ich eigentlich schon erwähnt, wie rutschig die Scheiße war? Alter Vater. Oh, wir haben eine hohe Motortemperatur. Kaputter Scheinwerfer. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Schlimme. Hohe Motortemperatur. Auf dem Berg in Monte Carlo. Ist es hier überhaupt Monte? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir drücken weiter. So, dann würde ich mal sagen, Leute, morgen 15 Uhr geht's weiter mit Part Nummer 2, genauer gesagt Etappe 3 und 4 in Monte Carlo. Mal gucken, ja, was uns da erwarten wird. Ich bin mega gespannt. Von daher, Leute, 15 Uhr, seid morgen dabei. Oh, es hätte ein geiler Drift werden können an der Stelle. Naja, Leute, ich bin dann mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.